Und wir beginnen diese Woche mit einem neuen Thema in Sachkunde. Das Thema Plakate. Diese Woche machst du ein Plakat und wir lernen, was ist ein gutes Plakat und was ist ein nicht so gutes Plakat. Und dazu schauen wir uns jetzt gemeinsam ein paar Plakate an. Plakate. Ein Plakat über die Wildkatze. Was ist hier gut? Die Überschrift ist schön und groß. Es gibt schöne Bilder von Wildkatzen auf einem Baum. Es gibt Bilder von der Wildkatze, aber die Informationen sind viel zu viel und viel zu klein. Ein Plakat über den Kuckuck. Die Überschrift ist sehr schön, groß, ich kann es gut lesen. Es gibt Fotos über den Kuckuck, seine Eier, wo er lebt. Aber wieder viel zu viele Infos und viel zu klein. Der Igel. Die Überschrift ist schön groß. Auch die Informationen sind groß und nicht zu viel. Es gibt Bilder. Und es gibt auch noch Rahmen. Hier sind die Informationen eingerahmt mit Pfeilen. Sehr gut. Ein Plakat über das Pferd. Die Überschrift ist sehr schön, groß und gut lesbar. Es gibt schöne und gute Fotos, aber wieder die Informationen zu klein und zu viel. Hier sehen wir Informationen, die gut gemacht sind. Wir haben Informationen über den Eisbären. Hier ist ein Bild und der Hintergrund ist hellblau, das passt sehr gut zum Eisbär, denn der Eisbär lebt im Eis. Es gibt Informationen über die Nahrung, das kann ich gut lesen. Es sind wenig Informationen, nicht zu viel und sie sind so geschrieben, dass ich sie gut lesen kann. Das ist ein gutes Plakat. So, wir haben jetzt Plakate gesehen und überlegen uns nochmal, was braucht ein gutes Plakat. Was braucht ein gutes Plakat? Ein gutes Plakat braucht eine Überschrift oder einen Titel. Diese Überschrift muss groß und schön sein. Ein gutes Plakat braucht auch ein Bild oder viele Bilder. Diese Bilder müssen zum Thema passen. Zum Beispiel, dein Thema ist Eisbär, dann brauchst du ein Bild vom Eisbären. Dein Thema ist Wildkatze, dann brauchst du eine Wildkatze. Ein gutes Plakat braucht auch eine Beschriftung. Was ist was? Zum Beispiel, die Feinde. Die Feinde sind der Fuchs und die Eule. Oder, was frisst das Tier? Das Tier frisst Insekten. Ah, das sind Insekten und das ist ein Wurm. Ich muss sehen, was ist was. Und ein Plakat braucht interessante Infos. Was ist interessant zu meinem Thema? Zum Beispiel beim Thema Eisbär ist interessant, ein Eisbär kann 20 Jahre alt werden. Oder Eisbären können sehr gut riechen. Das sind interessante Infos. So, und um jetzt anzufangen, müssen wir uns zuerst überlegen, was wird das Thema von unserer Präsentation? Du erinnerst dich, letzte Woche hatten wir das Thema unter Wasser. Schau dir das Buch im Book Creator nochmal an und überlege dir,
Über was möchtest du ein Plakat machen? Machst du ein Plakat über den Taucher oder über die Muschel oder über die Nixe oder über... Überlege dir. Schau dir das Buch im Book Creator an und überlege dir, über was machst du dein Plakat? Du hast dein Thema? Ja? Dann musst du jetzt dein Material herrichten. Was brauchst du alles, um ein Plakat zu machen? Du brauchst ein großes Papier. Das kann in einer Farbe sein oder in Weiß, aber du brauchst ein großes Tonpapier. Dann brauchst du natürlich auch weißes Papier zum Schreiben, zum Ausschneiden. Du brauchst Bilder, die kannst du nachher malen oder ausschneiden oder drucken. Du brauchst Kleber, du brauchst eine Schere und vielleicht auch noch ein Lineal. Wenn du etwas schreiben möchtest, brauchst du eine Linie und da brauchst du ein Lineal. Bereite bitte dein Material vor. Deine heutige Aufgabe ist, mache die Überschrift, den Titel. Überlege dir, schreibst du direkt auf dein Tonpapier oder schreibst du auf ein weißes Papier und schneidest es aus. Bitte mach die Überschrift nicht klein. Mach sie schön groß. Das muss man gut lesen können. Schau mal die verschiedenen Ideen, wie du eine Überschrift machen kannst. Mache heute deine Überschrift.